Und get it out! Cracky. Ah, da! Ein Rollerfahrer. Oh mein Gott, ich muss ihn grüßen. Die Challenge geht los. Let the challenge begin. Grüße. Er hat gegrüßt. 2 Punkte. Und damit herzlich willkommen zur allerneuesten Challenge von den. Ja, genau. Und beachte mal nicht rechts vor links. Rechts vor links. Rechts vor links. Er hat sogar zurückgegrüßt. Das bedeutet 2 Punkte für den Winzler. Heute startet die Rollerfahrer-Grüß-Challenge von unserer kleinen Truppe, den motovlogger.eu. Mit dabei, ich weiß gar nicht, wer alles mit dabei ist. Ich glaube, der Bass Bike ist mit dabei. Ja, wer war noch alles mit dabei? Jetzt muss ich direkt mal überlegen. Und ich hoffe, wir treffen auch ganz viele Rollerfahrer heute zum Grüßen. Ja, dummerweise ist die Strecke jetzt ein bisschen schlecht gewählt mit der Spielstraße, weil da werden garantiert keine Rollerfahrer vorbeifahren. Ja. Ja, wir haben uns auch das geilste Wetter irgendwie dazu ausgesucht. Und stehende Roller zählen übrigens nicht. Richtig, der Crazy Hornet macht noch mit, der Motovloggy macht noch mit. Wer war noch mit dabei? Ja, bei dem Wetter tut es mir extrem leid, aber ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Ihr seht es jedenfalls in der Videobeschreibung. Alle Leute, die da mitmachen, sind nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und so wie ich gehört habe, verlinkt uns auch der gute Mensch. Ich kenne jetzt, ich glaube, weiß ich gar nicht, darf ich seinen Namen sagen? Ich glaube nicht. Jedenfalls der nette Herr von den Motorradnachrichten erwähnt uns in einem Beitrag auch, so wie ich das gehört habe. Die Challenge, die wir heute vorhatten, die habe ich eigentlich schon seit Mai geplant oder sowas, sind aber erst jetzt so wirklich dazu gekommen, da ja auch noch viele andere Sachen angestanden haben. Ja, und deswegen geht es erst jetzt los. Und ich bin eigentlich ziemlich siegessicher, weil ja, mit meiner Persönlichkeit und meinem freundlichen Auftreten werden mir auch viele Rollerfahrer zurückgrüßen. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ihr seht einen Rollerfahrer, ihr grüßt ihn. Wenn er euch zurückgrüßt, habt ihr 2 Punkte. Wenn er nicht zurückgrüßt, dann habt ihr nur 1 Punkt. Und in dem Fall habe ich jetzt schon 2 Punkte. Jetzt schaut euch diese geilen Biker im Fenster an. 2 sogar. Was? Wie? Wo? Was? Was? Wo? 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 2 Punkte. 2 Punkte habe ich. Dann beschleunigen wir das Ganze mal so ein bisschen. Müssen ja schließlich aufholen. Und ein bisschen ungeil ist, dass jetzt meine Benzinleuchte aufleuchtet. Das bedeutet, das könnte wahrscheinlich die kürzeste Challenge der Welt werden. Jetzt ausgerechnet leuchtet meine Tankleuchte auf, was ein bisschen ungeil ist. Echt? Cool. Ey, Digga, Wheelie gemacht. Was war das denn? Echt? Naja. Wer hat denn hier gerade gehupt? Unwichtig. Das habe ich vorhin gar nicht abgeschlossen. Richtig. Es ist extrem beschissenes Wetter heute. Und mit beschissen meine ich, es sind ungefähr gefühlte 50 Grad. Und geregnet hat es auch noch. Also ja, das ist ein prima Wetter für einen super tollen Vlog. Mann, jeden Tag sind hier tausende von Rollerfahrern unterwegs und natürlich heute, wo ich das Video drehen mag, kommt kein einziger. Ist das wieder herrlich. Aber ich muss die Strecke muss ich irgendwie clever wählen. Das heißt, dass ich meinen Konkurrenten so ein bisschen im Voraus bin. Ich weiß gar nicht, der Crazy Hornet hatte so ein bisschen gesagt, dass er irgendwie was Crazy-mäßiges vorhatte. Da bin ich schon gespannt drauf. Wer weiß, vielleicht ist er in irgendeinen Rollerclub gegangen oder so und hat da so ein paar Roller angeheuert. Wer weiß, was da die Bezahlung war. Bestimmt ein paar Blowjobs oder so. Das kann er mal ganz besonders toll. Weil er steht nämlich auf Würste. Auf der Kieler Woche hat er mir übrigens so als Funfact nebenbei, hat er mir die letzte Wurst weggegessen. Okay, das war jetzt ein bisschen unklug.
Na gut. Drängen wir uns halt vor, wa? Ja, wird uns schon nicht übel nehmen, der kleine LKW-Fahrer. Lastkraftwagenfahrer, düdüd! Mach schon, werd grün. Ich darf das Video heute nicht schneiden. Ja, und vielleicht sollte ich auch ein bisschen cleverer sein mit dem Benzinverbrauch. Kommt vielleicht nicht so gut, wenn ich jetzt da in Vollgas fahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel drin ist. Jetzt ein bisschen ungeil, wenn das Moped stehen bleiben würde, aber ich weiß auch gar nicht, ich habe die Zeit gar nicht gestoppt. Das ist ein bisschen doof. Na gut, dann fahren wir einfach so lange weiter, bis der Benzintank leer ist. Mal so ein bisschen Radau machen hier im Wedding. Muss ja auch mal sein. So, konzentrieren wir uns wieder auf die Rollerfahrer. Warum diese Challenge? Und zwar möchte ich, dass die Rollerfahrer, die ja auch nur Menschen sind, dass man die ein bisschen mehr beachtet. Weil das sind ja schließlich auch nur Menschen. Und da vorne sind sogar, ja, sind das Rollerfahrer? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, Chopper kann man zwar auch zu den Rollerfahrern zählen, aber heute gelten die mal nicht. Aber die Schutzkleidung ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und auch die Biene, die da hinten so mit dran hängt, absolut top, die Schutzkleidung. Ah, Rollerfahrer. Rollerfahrer gegrüßt, 3 Punkte. Ah, läuft doch heute für mich. Ja, und hier herzlich willkommen auf der Müllerstraße. Für die, die neu sind bei mir, sehen mich ja hier ab und zu mal langfahren auf der Müllerstraße. Ist übrigens, ja, meiner Meinung nach die gefährlichste Straße in Berlin. Hatte hier schon so meine 3 Unfälle. Bisschen ungeil. Deswegen etwas mehr Concentration ab jetzt. Muss direkt mal gucken, wo ich meine Unfälle hatte. Der eine müsste gleich hier vorne kommen. Kann ich ja mal so als Zwischenthema erwähnen, so als Fun Fact nebenbei, wobei das Ganze nicht wirklich Fun war. So Motorradunfälle sind meistens kein Fun. Ja, hier gerade links aus der Straße, also quasi da kommen immer relativ viele Fahrer rausgefahren, also so Autofahrer, und die haben dann keinen Bock hier auf der Mittelinsel anzuhalten und schießen dann einfach raus, ohne nach rechts zu gucken. Und genau in dem Moment hat mich mal Rollerfahrer Nummer 3. Das bedeutet, ich habe dann 4 Punkte. Die Ärsche grüßen einfach nie zurück, die blöden Penner. ja, jedenfalls hatte dieser nette ältere Herr, der mich umgekarrt hat, leider nicht nach rechts geguckt. Und ja, glücklicherweise bin ich aber auf dem Motorrad drauf geblieben. Und mir ist nichts passiert, nur der Auspuff sah ein bisschen scheiße aus. Könnt ihr auch zum Beispiel auf Facebook nachverfolgen. Ich glaube, ich hatte damals ein Foto gepostet. Müsste eigentlich so direkt zur Anfangszeit gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und der nächste Unfall, der ist gleich an der nächsten Kreuzung. Der ist dann damals leider nicht so gut ausgegangen. Genau hier war es und ich bin fast... Also hier bin ich so zum Stehen gekommen. Oh, noch ein Rollerfahrer. Nochmal Joey's Pizza oder was das ist. Hallo, grüß mich. Scheiße. Er hat mich nicht gesehen, aber es zählt trotzdem. Es zählt trotzdem und damit habe ich dann 5 Punkte. Ja, und intelligenterweise werde ich jetzt... Hallo. Die sah aber niedlich aus. Vier Punkte. Ja, natürlich. Wieso nicht?
ist das warm. Und irgendwie... Ach, schade. Irgendwie muss ich schon seit 2 Minuten rülpsen. Und ich versuche es irgendwie krampfhaft zu unterdrücken. Naja, der zählte nicht, weil der war einfach zu weit weg. Der konnte meinen Gruß dann auch nicht sehen. Also bleibt es bei. Ich habe jetzt irgendwie direkt den Zähler verloren. Waren es 4 oder 5 Punkte? Ich weiß es nicht mehr genau. Ihr werdet den Endstand dann so am Ende des Videos eingeblendet bekommen. Was war das denn? Zurück zum Motorradunfall. Richtig, beim zweiten bin ich dann knapp 100, ich glaube es waren so knapp 120 Meter oder so, bin ich gerutscht, weil mich vorne ein Autofahrer geschnitten hat. Ich glaube, das hebe ich mir für einen anderen Vlog auf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, ob ihr das gerne hören würdet und ob ihr das gerne hören würdet. Und da mache ich vielleicht mal einen Vlog über meine Unfälle. Ja, perfekt gefahren. Alter, du hast ja wirklich eine geile Fahrweise, Alter. Und dann mache ich vielleicht irgendwann mal einen Vlog über meine Unfälle. Da kann ich ja mal so die Strecken abfahren. Und lustigerweise, bei all meinen Unfällen wurde ich finanziell saniert. Also ich war... Ja, eigentlich so kurz vorm Unfall war ich immer finanziell pleite, kann man eigentlich mehr oder weniger sagen. Und durch die Unfälle habe ich dann... Oh, da, Roller. Und durch die Unfälle, scheiße. Frankie, du musst aufholen. Komm schon. Jetzt versuchen wir mal die Ghetto Force mit ihm zu machen. Oder meinst du, er ist bereit? Nein, ich glaube nicht. Nein, er ist nicht dazu bereit. Aber ich muss ihn noch grüßen. Scheiße. Nein, das ist einfach zu viel Fremdscham, Leute. Okay, der zählt auch nicht, weil ich zu feige war. Ah. Der sah jetzt nicht so aus, als ob er mir die Ghetto-Faust geben würde. Und außerdem war er viel zu langsam. Ja, so sind wir fair, der zählt nicht. Nette Kirche. Oh, der ist aber sexy. Ich glaube, ich habe heute schon so viele Themen wieder angeschnitten und bin mitten in dem Thema immer ausgestiegen. Das tut mir, wie gesagt, extrem leid, aber es ist extrem warm heute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, Leute, wie warm es heute wirklich ist. Ja, deswegen kann man schon mal den Überblick verlieren. Alter, was sind denn heute für Psychos hier unterwegs? Ja, da kann man schon mal den Überblick verlieren mit den ganzen komischen Leuten hier auf den Straßen. Und auch den ganzen Themen, die ich so angeschnitten habe. Ich werde mir das Ganze selber nochmal angucken, ausnahmsweise heute, weil sonst gucke ich ja meine Vlogs nicht. Und werde die ganzen Themen nochmal aufschnappen, wenn ihr möchtet. Bleib stehen. Also ich glaube ja tatsächlich, dass ich vielleicht ein bisschen im Vorteil bin, dadurch, dass mir jetzt ein Rollerfahrer zurückgegrüßt hat und ich meine, es kamen danach noch 3 oder so. Was waren mit dem Alpi los? Ich habe keine Ahnung, heute sind wieder nur Psychos unterwegs. Ah, ich würde sagen eine Vespa oder so, oder was das hier ist, zählt auch. 2 Rollerfahrer. 2 Rollerfahrer.
Das bedeutet 2 Punkte. Sie haben zwar nicht gegrüßt, aber naja, 2 Punkte wieder für mich. Ich hoffe, dass es noch innerhalb der 10 Minuten. Ja, ich will natürlich auch nicht bescheißen. Ich könnte auch bescheißen, wenn ich dieses Video schneide, aber das werde ich nicht tun. Das bedeutet, eventuell seht ihr gar nicht, ob ich diese 2 Rollerfahrer getroffen habe. Mensch, da kommt mir ja gleich wieder die Wiener Wurst vom Frühstück hoch. Ja, die nette Wohngegend hier ist wieder sehr faszinierend. Wir sind jetzt, glaube ich, schon im Ostteil von Berlins. Oder ist das hier noch Wedding? Ich weiß es gar nicht so genau. In dem Fall habe ich meine Strecke intelligent gewählt. Das bedeutet, ich habe relativ viele Niederschönhausen. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Naja, doch. Hatte meine Strecke eigentlich relativ nett gewählt. Entschuldigung! Ja, noch so ein kleines Straßenrennen mit Frankie, so ein illegales Straßenrennen hier mit eingebaut. Muss ja auch mal sein. Nein, komm, wir fahren nach links. Ja, ich denke mal, ja, jetzt wird kein weiterer Rollerfahrer mehr kommen. Und so eine Tanke müsste ich jetzt auch langsamer finden. So langsam macht mir dieses kleine Gebimsel da vorne Angst. Ja doch, ich glaube, das sind jetzt schon 10 Minuten. Also falls es noch keine 10 Minuten sind, dann werdet ihr noch ein bisschen was hiervon sehen. Und falls es doch 10 Minuten sind, dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao! I'm not going to lie.